Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder eine Probefahrt. Und zwar fahre ich die Yamaha MT-07 Probe im Blau. Schaut, finde ich, sehr geil aus. Also von der Optik her auch. Macht auf jeden Fall was her. Ja, der Auspuff ist nur ein bisschen kurz, aber schaut eigentlich ganz cool aus an dem Teil. Ansonsten ist es der Crossplane 2 Motor. Die MT-07 hat ja den Crossplane 3 Motor. Das ist halt ein Zweizylinder, ein rein Zweizylinder, denn die liegen so nebeneinander, die Zylinder, der eine hier, der andere auf der anderen Seite. Genau, das so zum Motor zu sagen. Ja, die Maschine hat 48 PS, weil offen darf ich sie ja noch nicht fahren. Offen hat sie dann 75 PS, aber ich denke, die macht auch so Spaß. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Genau, wenn der Schlüssel umdreht, läuft das Display, also das Computerprogramm, kurz ab. Genau, hier könnt ihr eben verschiedene Sachen sehen, wie den Verbrauch, die Öltemperatur, Lufttemperatur, Kilometerstand, Trip 1 und Trip 2. Genau, und dann halt noch den momentanen Verbrauch. Ja, genau. Das Teil hier startet mal ein bisschen anders wie bei den meisten Motoren. Die meisten haben hier so einen Startknopf. Hier müsst ihr den Notausschalter zu euch hinziehen. Und wenn ihr es ausschalten wollt, den Notausschalter nach oben drücken. Genau, jetzt starten wir einfach mal. Wow. Klingt auf jeden Fall schon mal ein bisschen böse. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Biest. Leute, Leute, Leute. Was ist das für ein Wheelie-Gerät? Mal kurz am Gas gezogen. Richtig nice. Ich bin jetzt im zweiten Gang. Ich denke, wenn ich am... Na, ich mach meinen Helm zu. Ich denke, wenn ich im zweiten Gang am Gas ziehe, geht das Teil auch böse. Boah, die geht ja... Die geht ja locker easy hoch im zweiten. Was ist denn mit diesem Gerät los? Heftig. Okay, jetzt aber noch mal kurz zum Display. Also hier in der Mitte eine Ganganzeige. Hier unten die Drehzahl. Könnt ihr sehen, wenn ich Gas gebe. Dann habt ihr hier die Geschwindigkeit. Hier den Momentanverbrauch gerade. Hier kann ich aber umschalten. Na, auf den Durchschnittsverbrauch. Der liegt jetzt seit, keine Ahnung, seit wann, den habe ich nicht zurückgesetzt. Der liegt bei 5,2 Litern. Ich denke, kann man aber auch sparsamer fahren. Genau, hier oben ist noch so eine Eco-Schrift. Da ist mir aufgefallen, die Eco-Schrift zeigt an, wenn ihr Spaß am Fahrt, weil wenn ich jetzt Gas gebe, ist sie weg. Also wenn ihr einfach so dahin gleitet, ist das wahrscheinlich, zeigt euch einfach an, dass ihr eco-mäßig unterwegs seid. Einfach halt sparsam seid. Genau, dann hier oben habt ihr eine Tankanzeige, wie bei den meisten anderen Motorrädern auch. Ja. Genau, ansonsten euer Zündschlüssel, der ist etwas weiter hier vorne versteckt. Finde ich ein bisschen komisch, aber was auch wieder ein Vorteil ist, ihr bleibt nicht dran hängen. Ja, jetzt kurz noch zum Motorrad, ein paar technische Daten. Also vollgetankt wiegt sie 182 Kilo, fühlt sich aber auch beim Fahren also sehr leicht an. Also man könnte jetzt auch vermuten, es ist weniger Gewicht, aber 182 Kilo könnte hinhauen vollgetankt. Tankinhalt, boah, das sind glaube ich 14 Liter, ich blende es euch an der Stelle hier nochmal ein. Ansonsten Hubraum sind irgendwas mit 686 oder sowas. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, blende ich euch auch hier nochmal ein. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wie gesagt, Zweizylindermotor. Jetzt momentan mit der 48 PS Drossel. Ist aber echt bisher druckvoll zu fahren. Macht Spaß. Jetzt können wir gleich noch mal einen kurzen Soundcheck machen und noch mal eine Beschleunigung. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Ich bleibe einfach mal kurz hier stehen, so dass ich danach wieder auf die Straße kann. Ich jump mal kurz runter. Machen wir mal kurz einen Soundcheck. Also die schreit vielleicht schon gut. Gefällt mir auf jeden Fall. Nette Kiste.
Genau, jetzt machen wir mal kurz noch eine Beschleunigung und einen Bremsentest. Schauen wir mal, wie die Bremsen zupacken. Aber so jetzt hat im Großen und Ganzen machen die schon was her. Ich bleib noch mal kurz stehen, weil das ist ein Auto. Blinken wir mal auf der Seite, dass der vorbeifahren kann. Perfekt. Genau. Jetzt testen wir einfach mal die Beschleunigung. Mache ich mir noch meinen Helm zu. Wow. Die drückt ja richtig böse an. Nice. Aber bei dem Teil müsst ihr halt auch aufpassen, da geht der Vorderreifen schon schnell mal hoch. Jetzt mal noch schauen, was die bremsen können. Boah, die packen auf jeden Fall richtig gut zu. ABS funktioniert tadellos. Ja, dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. An der Stelle würde ich auch gerne noch einen meiner YouTube-Zuseher grüßen. Und zwar heißt er auf YouTube Game Freak. Grüße an dich und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.